So. Also merkt euch, die wichtigste Regel: habe immer einen Raketenschild dabei. Raketenschilde sind OP. So, wir machen weiter hier drüben. Bei den Schneidklippen haben wir den Kimajat-Schrein. Entdeckt, aber noch nicht gemacht. Let's go. Oh nein, oh nein, es ist soweit, ich sehe es jetzt schon, es ist wieder ein Überlebenskampf. Dieser Schrein bahnt und läutet ein Übel aus vergessenen Tagen. Nur jenem sei der Zutritt gewährt, der kein Werkzeug in den Händen trägt. Schon wieder. Nacktes Überleben zertrümmert. Tja, eben noch davon gesprochen, ist es schon wieder soweit. Ich fand diesen einen Schrein extrem schwer. Da bin ich, glaube ich, 3-4 Mal gestorben, weil, naja, ein bisschen unvorsichtig war ich natürlich auch. Aber du hast halt wirklich nur lauter Nutzwaffen am Anfang. Hier sind überall diese Konstrukte, die du aber auch alle besiegen musst, sonst die Tür am Ende da hinten nicht aufgeht. Das heißt, ich muss ein bisschen gucken, ob ich hier wieder Sachen zum Fusionieren habe. Das ist quasi auch so ein bisschen der Schlüssel und der Hurensohn hat mich schon entdeckt. Was willst du? So, jetzt habe ich ja wenigstens schon mehr. Jetzt habe ich ja schon mehr Dings. Mehr Herzen als beim letzten Mal. So. Ja, benutzen wir einfach das hier. So, Synthese. Tada! Oh, Eisfrüchte, sehr gut. Kann ich mir Eispferde quasi damit machen? Habe ich überhaupt einen Bogen? Ja, Bogen habe ich, ne? Ein alter Holzbogen. Wow, Angriffskraft 4, super. Ist ja richtig strong. So, pass auf. Eisfrucht. Und ins Gesicht. Zack, 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 zack. Bam, 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 bam. So, danke schön für deinen Hartholzprügel, du Spacken. Ja. Und du bist tot. Mann, du sollst das auf den. Also, warum zur Hölle kann man nicht im Menü fusionieren, Nintendo? Ihr seid manchmal solche Rottel, jetzt mal ohne Scheiß. Warum kann ich nicht einfach über das Menü eine Waffe fusionieren? Warum seid ihr denn so eine Idioten manchmal? So unpraktisch und umständlich kann auch nur Nintendo sein. Das ist jetzt mal ohne Scheiß. Als ob man nicht im Menü eine Waffe und ein Material auswählen kann und dann sagen kann für Synthese. Da musst du erst den Scheiß in die Hand nehmen, auf den Boden legen und dann auf Synthese gehen. Das ist viel zu umständlich. Ich finde, das ist viel zu umständlich. Und Nintendo checkt sowas einfach nicht. Die machen sich manche Dinge einfach immer viel zu kompliziert. Das kapiere ich bei denen einfach nicht. Was soll das eigentlich? Was haben wir denn da? Ist das so ein komisches, Dings da? Warte mal, einfacher Stock. Ah, ein Flammenwerferstock, auch schön. So, wie komme ich zu denen rauf? Kann ich hier irgendwie mit dem. Nee, Deckenschwung kann ich gehen, weil da ist Wasser. Alarm! Alarm! Oh cool, ich kann die Holzpfeile, die sie verschießen, einfach aufheben und einsammeln. Tja, danke schön. Schieß noch ein paar Mal, dann habe ich mehr Pfeile. Los, komm! Alarm! Alarm! Alarm im Darm. So, danke schön. Hallo? Wo ist der Pfeil?
Hey, der hat doch gerade geschossen. Wo ist der Pfeil hin? Komm her. So. Okay, ich glaube, den habe ich jetzt erwischt. Nee, der ist immer noch da. Jo, ja, weiß. Opa, was hat der jetzt für Jumping Skills? Was ist mit ihm kaputt? Was war das denn gerade? Was stimmt denn mit dem nicht? Hier, ich muss jedes Mal sagen, hier, ausrüsten. Dann muss ich hier rüber switchen auf Materialien, dann muss ich das auswählen, sagen, in die Hand, Menü schließen, auf den Boden legen, dann L drücken, dann Synthese auswählen und dann... Ich meine, das sind zu viele Schritte, Nintendo, sorry. Also wenn das jetzt mal wirklich objektive Kritik ist, dann auf jeden Fall das. Das ist zu kompliziert. Das sind viel zu viele Schritte, die der Spieler machen muss, um eine fucking Waffe zu fusionieren. Das kann nicht euer Ernst sein. Das kann echt nicht euer Ernst sein. Wie habt ihr euch das vorgestellt? So, warum muss denn das so umständlich sein? Ich glaube, ich kann die nur von hier unten töten. So, der ist auch down. Jetzt eigentlich nur noch mehr eher hier und dann müsste es eigentlich schon geschafft sein. Komm mal her, du. So, und ins Wasser abgesoffen, tot und... Allen bitte, es sei denn, dort gestattet, Werkzeuge zu verwenden. First try. Ich gebe aber zu, der andere Schein war deutlich schwerer. Den fand ich sehr viel schwieriger, wo ich da so 3-4 Mal abgekratzt und sogar dann gerage quittet habe. Der war einfach nur richtig ass. Okay, sehe ich auch jetzt erst natürlich, wo ich schon gewonnen habe, dass hier oben eigentlich auch noch Sachen sind. Ja, das habe ich schon wieder nicht gesehen. Ich sehe in dem Spiel immer zu viel nicht. Ja? Hätte ich mir einfach hier so einen Morgenstern machen können. Aber gut, das hätte mir bei denen da drüben, glaube ich, auch nicht so viel gebracht. Ist egal, ich habe es geschafft. Es war First Try. Also leck mir doch. So. Lass mich raten. Pfeile? Donnerblumen? Ein Edelstein? Nee, eine Beta-Elite-Klinge. Na gut, 35 Basisbauer ist gar nicht einmal so blöd. Naja, komm, dieses dämliche Ruder kann ich gleich wieder rückrudern. So. Okay. Also den fand ich jetzt wirklich deutlich einfacher als wie diesen letzten Schrein mit nacktes Überleben. Da waren einfach auch die Gegner ein bisschen stärker. Da gab's so einen Typen, der hatte einfach Elektropfeile. Also der war richtiger... Hurensohn. Aber richtig. Das war richtig frech. Da war auch der Aufbau von dem Schrein auch ganz anders. Also den fand ich bedeutend schwerer. Der war jetzt eigentlich, der ging voll klar. Der ging voll klar. Eine gröbere Schwierigkeit. Also ich habe jetzt 41 Schreine gemacht. Ne? Das ist ja kein Wunder, dass ich so wenige Kerzen habe. 41 Schreine, das ist ja nix. Wenn es 152 Schreine oder so geben sollen, Leute, eurem Reden, dann ist das ja nichts. So, gut. Gehen wir weiter zum Amtukisa-Schrein. Das ist jetzt sogar schon das lokale Gebiet. Wie gesagt, ich bin offscreen ein bisschen da rumgelaufen, hab die Schreine nur aufgemacht, aber die machen wir jetzt erst im Stream. So. Und wie gesagt, in dem Spiel ist es so egal, ob du das jetzt so oder doch lieber so machst. Da haben wir ja wenigstens die freie Wahl. Also, nächster Schrein, rein da. Ich glaube, ich hole mir auch erst wieder Herzcontainer, wenn ich 8 Segenslichter habe. Dann kann ich mir gleich 2 auf einmal holen. So, was haben wir hier? Perfekter Schlag. Ach, doch, was bedeutet das? Eine Kugel? Ein Block? Ein Schalter? Da muss die Kugel hin?
Da ist eine Leiter. Aber da ist nichts. What's going on? Was macht denn das eigentlich? Aha! Da wird die Kugel hochgeschleudert, aber die muss ja dahin. Ja, wenn wir jetzt Breath of the Wild spielen würden, wäre das sehr easy. Basis und dann mit einer Waffe dagegen hauen und dann fliegt es irgendwann in die Richtung. Aber das funktioniert in dem Spiel ja nicht mehr. Gibt ja kein Stasis-Modul. Hier müssen wir das irgendwie anders lösen. So, und hier haben wir das auch nochmal, aber es bewegt sich. Na, super. Okay, und hier ist eigentlich auch schon Ende Gelände. So, der Block muss ja irgendwas damit zu tun haben. Nein, nicht. Komm, Deckensprung wird uns jetzt hier nicht weiterhelfen. Ultrahand! So, verbinden. Wahrscheinlich einfach so. Ja, so ein bisschen Golf spielen, ne? Bisschen wie Golf spielen. So ähnlich Schreine gab es in Breath of the Wild auch. Na toll, jetzt rollt die da rüber. Komm schon, wir müssen einlochen. Komm schon. Komm schon. Hole in one. Was ist los? Die Kugel rollt ja. Kann die bitte in das Loch reinrollen? Okay, ich glaube, wir müssen einfach nur warten. Wieder zurück. Also, was ist denn das für eine dumme Physik in dem Spiel? Roll doch einfach in das scheiß Loch rein. Als ob das jetzt nicht geht. Hat die zu wenig Schwung? Geht sich's nicht mehr aus? Oder weil das zu schräg ist? Nee, ich glaube, das haben wir verkackt. Das Ding ist wahrscheinlich einfach nur, damit wir eine neue Kugel haben. Ja, damit das wird einfach resettet damit. Das war nix. Leute, das war nix. Das war nix. Das müssen wir nochmal machen. So, komm schon. Jetzt mach mal ein Hole-in-One, du Spacken. Komm schon. Zack. So, und jetzt rein da in das Hole. Rein da. Roll da rein, du. Okay. Den Schrein finde ich ja mal mega Kacke. Das Blöde ist, dass das hier vorne. Ich muss ein bisschen schräg schlagen. Ne? Ich kann nicht so kerzengerade. Ich muss das ein bisschen von der Seite bewegen. Eher so. Okay, das ist schon mal ein Schrein, den ich abgrundtief hasse, weil was zur Hölle. Nintendos eigene Physik-Engine funktioniert nicht. So wie sie soll. Warum geht dieser Scheiß hier immer rum? Da macht das gefälligst wieder da dran. Ey, was soll ich denn hier machen? Ich kann doch nur so. Hallo! Ey, das sind... Was sind das schon wieder für Hurensohn-Rätsel? Kann dieses Scheißding mal aufhören zu schwingen? Stopp! Hör auf! Der Schrein will mich... Glaube ich, gerade so ein bisschen verarschen, kann das sein? Der will mich gerade so ein klitzekleines bisschen verarschen, der Schrein. So ein kleines bisschen. So. Roll jetzt in dieses behinderte Loch da hinten, du Pisskugel. Was ist denn das? Roll doch da einfach rein. Dankeschön. Bitch. Boah, sind das Bische. Ich hasse so eine Rätsel. Also das fand ich in Breath of the Wild schon furchtbar. Dieses Golfspielen. Digga, da kann ich auch Mario Golf spielen. Was hat das in Zelda zu suchen hier? Wigser. Noch einfach mal alle ficken. Na hier, Tiger. Geht nicht. Super. Nächste Scheiße. Mach doch einmal was richtig, du Spacko. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. So. Na also.
Boah, leck mich doch am Ass. So, und das, jetzt passt auf, jetzt ist hier wahrscheinlich wieder der übelste Schmutz drin. Das alles für ein mächtiges Tsunami groß wird mit 15 Angriffspower. Wow. Wollte ich ja schon mal immer haben. Nicht. Also weg damit. Boomerang hebe ich mir jetzt mal lieber auf. Ich sag, wenn wenigstens die Belohnungen ein bisschen geiler werden, aber nein, die Belohnungen sind ja auch für den Arsch. Die Belohnungen sind auch einfach Ass. Meistens. Also du gehst hier eigentlich hauptsächlich rein, um so ein Segenslicht zu kriegen, aber die Truhenbelohnung, die hätten sie auch sparen können, weil da nur lauter Schmutz drin ist. Dann hättest du das auch bleiben lassen können. Das ist zwar optional, aber es ist trotzdem irgendwie doof. Du wirst in dem Spiel einfach nicht richtig belohnt. So. Die Belohnungen sind einfach Schmutz. Das ist teilweise so unnötig. Was soll ich mit dieser scheiß Waffe? Ich habe mehr als genug Waffen. Das war schon wieder sinnlos. Ja, damit sich's auch satisfying anfühlt, so einen Schein gemacht zu haben, dafür braucht's auch anständige Belohnungen. Aber das ist ja... Ich meine, ich zerbreche mir doch jetzt nicht minutenlang den Kopf über irgendein kniffliges Rätsel, nur um am Ende dann so ein fucking Opal zu bekommen. Oder 10 Pfeile. Ich denke mal so, ey. Geschenkt Nintendo. So, seht ihr, da vorne ist übrigens auch schon der Turm von Akala. Da müssen wir dann auch noch hin. So, der Jotsu-Schrein, den keine Sau aussprechen kann. Ja, es befriedigt, wenn man den Schrein abgeschlossen hat, aber es befriedigt nicht, wenn du dich extra abmühst für eine Truhe, wo da nur lauter Scheiße drin ist. So, Zugzwang. Jo. Das Ding ist halt, du weißt ja vorher nie, was da drin ist. Es kann hin und wieder auch mal was Nices drin sein, aber ich habe bis jetzt noch keinen Schrein erlebt, wo so wirklich was super Geiles drin ist. Was so richtig, richtig Geiles, Nices. Was zum... Okay, was zur Hölle soll das denn jetzt sein? Soll ich jetzt hier... Wie hieß denn dieses Spiel nochmal? Wo man diesen... Ah ja, toll. Tolles Spiel, Nintendo. Tolles Spiel. Wie ist denn das nochmal? Jenga oder so ähnlich? Aber das ist jetzt nicht Jenga, aber das ist so ähnlich. Es erinnert mich gerade voll daran. Du musst so einen Turm, musst immer so ein Teil rausziehen und aufpassen, dass das nicht umkippt. Und bei wem es dann umkippt, der hat halt verloren. Also ich sag's ja, du musst für manche dieser Rätsel fucking Physik studiert haben. Das hat doch mit Zelda nichts mehr am Hut. Überhaupt nicht. Ja, die Kamera ist halt auch nicht gerade der Beste. Ja, Link pfeift sich erstmal ein kleines Ständchen. Ja. Wahrscheinlich auch wieder scheißegal, was ich hier rausziehe, es kippt sowieso um. Bro, hab ich Baustatik studiert oder woher soll ich jetzt wissen, was ich hier rausziehen kann und was nicht? Was ist denn das für ein scheiß Schrein schon wieder, Nintendo? Könnt ihr einfach mal kacken gehen? Mit euren behinderten Wichsrätseln? Das macht doch keinen Spaß! Das ist doch alles scheiße! Was hat das mit Zelda zu tun, Digga? Will ich jetzt hier... Ach, nimm... Ja, natürlich, er nimmt mir... Wenn der Turm umkippt, darf ich mir nicht mal das Teil behalten, was ich rausgezogen habe. Ist ja richtig, richtig nice. So. Wo zur verfickten Hölle kann ich was rausziehen, ohne dass es gleich einstürzt? Hm? Kann ich hier links in der Mitte eins rausziehen? Zum Beispiel das da. Ach, guck mal, das kann ich rausziehen und es bleibt stehen. So. Seit wann bestehen Nintendo-Rätsel? Ich meine, ja, ich weiß, es ist seit Breath of the Wild so, aber seit wann zur Hölle nochmal haben wir jeweils sowas in Zelda gebraucht? Seit wann habe ich mir als Zelda-Spieler mal gedacht, yo, wäre das geil, wenn ich jetzt hier mal sowas als Rätsel habe? Keiner. Kein Mensch
hat das jemals gesagt? Hat jemals gesagt, yo, ich hätte so Bock auf so ein Physikrätsel, wo man irgendwie, keine Ahnung, eben sowas machen muss. Da hätte ich richtig Bock drauf. Hat noch nie irgendjemand gesagt, ja? Said no one ever. Ja, es bleibt stehen, Leute, es bleibt stehen. So soll es ja auch sein. Ah, jetzt haben wir hier eine Plattform. Ach, damit ich mir die Kugel wahrscheinlich einfach dann holen kann. Okay. Das ist also so geworden. Aber wie komme ich an die Kisten ran? Das ist jetzt die Frage. Kann ich mir die Kisten auch einfach rausziehen? Weil die sind ja, glaube ich, aus Metall. Machen wir erstmal Ultrahand. So. Rabben. Ah, so. Wir haben jetzt erstmal die Kugel, ne? Erstmal die Kugel. Erstmal die Kugel. Ups. Moment. So, Platz und bitte weg. Dankeschön. Hau ruck. Und rein mit dir. So, okay. Bin ich aber noch von selber drauf gekommen, ja? Ein bisschen rumprobiert. Bisschen rumprobieren, ne? Dann ist es ja okay. Ich habe schon schlimmere Schreine gehabt, die ich aufgegeben habe. Wo ich mir wirklich dachte, was zur Hölle soll das? Wassertempel ist angenehmer als Feuertempel, aber das werde ich ja dann sehen, wenn ich den mache. So, was ist jetzt hier mit den Kisten? Kann ich oder kann ich die nicht graben? Die sehe ich ja von hier gar nicht. Die kann ich ja gar nicht anvisieren, oder? Waren hier nicht sogar zwei oder ist das nur eine? Das Ding ist halt, das oberste Stück kann ich ja gar nicht bewegen. Okay, ist es jetzt einfach wurscht, wo das untere stehen bleibt? Weil es resettet sich nämlich gerade gar nicht. Solange es unten stehen bleibt, ist das scheinbar für das Spiel okay. Ha! So, ich habe die Truhe, Leute. Ich habe die Truhe. Komm zu Papa. So. Komm mal her. Ja, das war nicht so gut. Das war jetzt gerade ein bisschen ungeschickt. Na, gib die Truhe bitte da hoch, wo kein Elektro ist. So. Okay, habe ich mir jetzt ein bisschen schlimmer vorgestellt. Ja, hier. Großes Sonanium. Nintendo, was ist das für eine Belohnung? Habe ich ja nicht eh schon 17 Stück und jetzt 18 Stück. Dafür habe ich mir jetzt die Mühe gemacht, die Truhe auch noch zu holen. Na, meinetwegen. Was für eine Scheißbelohnung schon wieder. Steckt sie euch doch in euer Popoloch. So, ja, komm, halt dein Maul, das ist immer das gleiche Gequatsche. Aber auch hier finde ich halt wieder, ästhetisch ist es einfach lame. Weil jeder Schrein sieht genau in Breath of the Wild wieder absolut gleich aus. Jeder Schrein hat die absolut gleiche Musik. Absolut keine Abwechslung. Langweilig. Sorry, aber ist so. Schreine sind langweilig. Die sind einfach langweilig. Oder soll ich eher sagen kurzweilig, weil du bleibst ja eigentlich eh nur ein paar Minütchen drin. So, der Jiminy-Wish, spricht man denn das schon wieder aus? Der Jiminy-Schrein. Der Jiminy-Schrein. Wie auch immer. So, was haben wir hier wieder? Solange ich mit meiner kompletten Ausrüstung reingehe, ist es schon mal kein Überlebensschrein. Was haben wir hier? Feuerkraft. Aber es ist doch Elektro, nicht Feuer. Okay. Okay. What are we gonna do?
Ach so. Ja, dann. Warte. Ah, Propellerchen. So, da oben ist das Feuer. Da oben ist Agunimo das Feuer. Upsala. Okay, so, warte, bleib mal kurz oben. Wo ist die Truhe? Ist hier eine Truhe? Da ist die Truhe. Und das geht sich nicht aus. Warum geht sich das nicht aus? Was soll das? Verarschen oder was? Ich die Truhe bitte haben? Wieso kriege ich die Truhe jetzt nicht? Muss ich erstmal hier hin? Da komme ich auch nicht hin. Kann ich das verstärken? Okay, irgendwas checke ich hier gerade nicht. Ich komme nicht hoch genug. Was zur Hölle? Wieso? Was soll die Scheiße? Ich will nicht schon wieder ein Raketenschild jetzt benutzen müssen. Das muss doch auch ohne gehen. Was genau? Was sind das hier eigentlich für Dinge? Aber die kann ich nicht abmontieren, nee. Wieso komme ich denn da jetzt nicht hoch? Muss ich jetzt auf so eine Säule von da dann nochmal in den Luftwirbel reinspringen? Warte mal, ich lande mal hier. Jetzt springe ich nochmal hinein. Ah, auf einmal geht's, ne? Okay. So, hier haben wir Feuer. Ah, warte mal, passiert irgendwas, wenn ich das jetzt hier anzünde? Flame? Flames, richtig klassisch Zelda, mal Fackeln anzünden. Achso, nö, da kommt einfach. Das sind Wasserspeier. Hä, wozu ist denn dann das Feuer da? So, hier Feuer. Ist die Luft steigt nach oben? Man liegt manchmal ist so eine idiotische Sau. Oh, na endlich. So, passt auf. Es ist ein massiver Sonan im Schild. Na okay, das lasse ich mir einreden. Ja, das akzeptiere ich mehr als wie so ein blöden Scheiß Edelstein. Das ist wie wieder so ein Opal. Das ist okay. Ne? Das ist einmal nicht so eine Schmutzbelohnung. Warum zur Hölle ist jetzt hier immer noch zu? Das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Was zum Teufel nochmal? Habe ich da jetzt irgendwas übersehen da oben? Ist da noch ein Schalter oder? Was wollen die jetzt von mir? Ach so, die Tür geht wahrscheinlich einfach. Das kann ich hier. Nee. Ja, aber das geht ja nicht. Das macht ja Wasser. Muss ich da eine richtige Reihenfolge? Woher soll ich die Reihenfolge kennen? Die Reihenfolge kann ich nicht wissen. Ja, guck mal, da kommt ja Wasser. Was soll die Scheiße? Fick dieses Rätsel schon wieder. Woher soll ich die Reihenfolge wissen? Oder muss ich ganz schnell sein? Ja, hier, das macht das ja sofort wieder aus. Was soll denn der Scheiß jetzt? Ich kann ja nicht überall so eine scheiß Platte drücken. Hier ist doch nur eine Platte.
Oder brauche ich alle drei da oben? Brauche ich die anderen zwei jetzt auch noch, oder wie? Digga, kann das Ding vielleicht mal aufhören, Feuer zu machen? Weil das macht mir gerade ein bisschen Angst. Ich möchte mich nicht verbrennen. Hey, ganz ehrlich, welches Kind kommt auf die Lösung? Ich bin 33, ich bin zu alt für den Scheiß. Ich bin zu alt für solche Pissrätsel. Das bringt mich auf die Palme. Soll ich jetzt alle drei zusammenkleistern, dass die in drei verschiedene Richtungen Feuer spucken oder was? Dass ich die gleichzeitig anzünde und dann hau die Scheiße hier mal runter, du. Runter damit. Und. Hallo? Und runter damit. Ja, komm. Hol dir noch einen Stromschlag, Link. So, was genau will denn der jetzt? Soll ich das jetzt so machen? Mit dem Ventilator bringt das doch auch nichts. Oder warte mal, kann ich das überhaupt da dran machen? Das könnte ich da dran machen, aber... Ja, vielleicht ist es so gewollt, ne? Die Platte ist nur für Stromverbindung da. Also, Objekte lösen manchmal auch einfach nur Pain in the Ass. Achso, ne. Ja, wieso, Bro, wie soll ich das... Chill mal. Chill mal eben kurz, chill mal kurz. Ja, super, fällt die Scheiße auch noch rum. Tolles Spiel, Nintendo. Tolles Game, wirklich tolles Spiel. Ich lieb's. Das ist doch der größte Kindergarten hier. So, wo war das letzte Ding? Das war hier. Wenn das jetzt nicht klappt, dann... Leck mich am Arsch. So, können wir die Scheiße jetzt mal bitte kurz einschalten? Einschalten, habe ich gesagt. So, und jetzt? Na also. Deine fette Mutter, Nintendo. Deine fette Mutter. Sie fraß zu viel Butter. Also. Das ist schon wieder zu kompliziert gedacht. Hab's geschafft. Ich habe nicht in den Chat geguckt. Ich kann so ein Rätsel einfach nicht. Kann die nicht leiden. So, 8 Stück. So, tschüss, Mann. Gut, ich bin aber noch von selber draufgekommen. Ja? Ich bin auch von selber draufgekommen.